Ha, grüß euch. Nett, dass ihr vorbeischaut. So, als beruflicher Videojournalist und ja, auch Filmemacher und so weiter und hier, wie gesagt, im Medienhaus Nordrhein-Westfalen, mache ich gerade, hatte ich ja im anderen Video schon gesagt, für einen Rechtsanwalt seine Scannings. So, aus seinen Scannings mache ich dann Bücher. Die Bücher habe ich euch gezeigt. So, dann drückt man auf dieses gute Gerät und jetzt wird das gute Gerät laut. Ja. So, ich begrüße euch total recht herzlich hier im Medienhaus Nordrhein-Westfalen. Meine eine ABA Movie Filmproduktion. Tja, ich weiß, man setzt sich mit solchen Videos leider einigen Leuten aus, die der Meinung sind, sie müssten solche Menschen angreifen. Sie müssen solche Menschen niedermachen. Es ist halt eine verrückte Zeit. So, wir haben eine verrückte Zeit, wir sind in einer verrückten Zeit. Wir haben Corona, wir haben eine neuartige Gesellschaft, eine neue politische Gesellschaft. Wir sind halt auf einem Datenhighway. So, dieser Datenhighway, ob der lustig ist oder nicht lustig ist. Ich bin total verbunden, ich kann genau gucken, wer mich angesprochen hat. Darauf kann ich reagieren. So. Die Welt online, die Welt digital macht unheimlich viel Spaß, wenn man sie beherrscht. So, wenn man diesen Datenhighway, Kiosk mit Zuhilfenahme, mit Maschinen tagtäglich bedient, ist man natürlich in seiner Analogie. Man ist in seiner Analogie so stark gar nicht mehr. Man ist nur noch ein Kontrollorgan. Ich kontrolliere, dass die Maschine jetzt die Arbeit macht. Diese Maschine hier, dieser Kopierer, dieser Scanner, scannt das jetzt ein, damit der Anwalt das auf seinem Stick hat, damit er, weil er ein Dozent ist, ist immer dieselbe Person, die da schießt. So. Sie macht das, also sie bekommt das und arbeitet. Ihr merkt schon, wenn man so einen Videoclip machen möchte, ist ein Spontanclip. Ihr könntet natürlich jetzt bei TikTok live zuschauen, das ist richtig, aber das ist auch Mordsarbeit. Ja? Und ich möchte einfach solche Sachen mal auf den Weg bringen, da wir in einer Zeit leben, wo wir alle auf irgendeine Art angegriffen werden, verarscht werden, wir werden abgezockt. Nicht nur Corona ist eine Abzocke, sondern die gesamte Regierung zockt uns ab. Die Stadtregierung, da wo ihr lebt und auch die gesellschaftliche, die finanzielle, die zocken uns nur noch ab. Jeder von euch hat von seinem Lohn nur ein Drittel. Er hat da nicht. Zwei Drittel geht verloren. Das ist halt so. Und wenn man der Wahrheit ins Auge blickt, kann man es gar nicht fassen, was mit uns gemacht wird. Ja, mit uns allen, wirklich mit uns allen, wird etwas gemacht und wir wollen es nicht glauben. Wir wollen es nicht glauben. Ja? Okay, wenn man jetzt mit waschechten Anwalt, wenn man mit waschechten Staatsanwälten, mit waschechten Polizisten zu tun hat, ja, und nicht mit Cobra 11, ne, Cobra 11 war ja die Geschichte. Ne? So, seit 1989, Cobra 11. Ich meine, ich habe auch zu den echten Anwälten, zu den echten Staatsanwälten und zu den echten Polizisten mal gesagt, meine lieben Freunde, sind halt Freunde, das kann es nicht sein. Auch Buchhalter auch gesagt, meine lieben Freunde, das, was ihr hier wirklich tatsächlich macht, hat mit unserer Welt überhaupt nichts zu tun. Jeder Polizist, ob sie mir Gerkan, ja, wie sie sich alle genannt haben, bei Cobra 11, die haben in 45 Minuten den Täter geschnappt. In 45 Minuten hatten die den Täter. Und ihr waschechten Staatsanwälte, ihr waschechten Rechtsanwälte, ihr waschechten Polizisten, was macht ihr? Ja, also es war schon eine Geschichte. So, die Maschine ist fertig. Ich binde das jetzt. Ihr wisst ja, wie das gemacht wird. Brauche ich euch nicht zeigen. Ich hätte also nur Interesse, so zu tun, als wäre ich jetzt bei TikTok und hätte jetzt eine Live-Schaltung gemacht. So, ich lade euch natürlich alle total recht herzlich ein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Freunde werden würden. Ich würde mich freuen, wenn wirklich tatsächlich
das Glöcklein und bei TikTok der Haken weg. Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir eine große Symbiose werden würden. Aber was ich so sehe in Arbeiter zum Beispiel, was die da kämpfen, ja, und wie die verkackeiert werden, die haben Haus und Hof verloren, ja. Diese Menschen dort, ist kein Scherz, ja, haben sich hochgradig versichert und kriegen keinen Cent. So, das ist die Wahrheit. Hallo, diese Wahrheit will keiner sehen, diese Wahrheit will auch keiner hören. So, wenn ich euch zeige, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, kriege ich da unten reingeschrieben, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Also ich habe so viele Lügen gelesen, ich habe so viele Lügen gehört, ich bin so oft pamphletisch angegangen. Nun, mich stört es nicht, mich stört es nicht, deswegen mache ich ja solche Videos und deswegen sage ich es ja auch öffentlich, weil es mich nicht stört, weil es die Wahrheit ist. Ich weiß, dass die Wahrheit das ertragen muss. So, und wer die Wahrheit kennt und mit der Wahrheit spazieren geht, muss damit leben. Ja? Ihr, die die Lüge mögt, ja, ihr rennt da mit der Lüge durch die Gegend und meint, das ist die Wahrheit. Corona, das muss wahr sein. Ja? Der Politiker, das muss wahr sein. Ja, Herr Lauterbach, was der sagt, das muss wahr sein. Nee, eben nicht. Aber egal, macht damit, was ihr wollt. Ich werde weiterhin mit der waschechten, wirklichen Wahrheit leben müssen. Ob das hier der Rechtsanwalt ist, Staatsanwalt ist, Polizist ist oder die Buchhaltung. Tja, das mal auf den Weg gebracht. Mit wem ihr arbeitet und mit wem ihr zusammenhängt, ist eure Sache, okay? Kommt klar damit.